Oh Danke, dass mein du. Gott, Alter. Einfach eine Sau. Okay, Leute, dann gehen wir rein. Sieben Girls blind daten mit Code. Ich bin mal gespannt, ob er lustig oder cringe sein wird. Wir beginnen natürlich das Ganze mit einem Blowjob. Nur für euch, Leute. Blasen ohne Ende. So. Eines Blind Daten begrüßen wir einen der einzigartigsten Content Creator Deutschlands, Cody. Mit seinem unzertrennlichen Wingman Jam an seiner Seite begibt sich Cody auf eine außergewöhnliche Mission. Was ist meine bessere Hälfte? Er sucht eine Frau, die nun ja genau ist wie Jam. Nur in weiblich halt. Oh, und was wäre eine absolute Red Flag? Nicht Jam. Hinter dem weißen Vorhang stehen sieben faszinierende Damen, die Codys Herz erobern wollen. In jeder Runde wählt er aus, wer die Chance hat, weiter um sein Herz zu kämpfen und wer gehen muss. Bis am Ende nur noch eine übrig bleibt. Wird Cody die Frau finden, mit der er seine sexuellen Fantasien ausleben kann? Das ist auch so mit Mundspucken und so. Wenn du Bock drauf hast. Also laut Analyse haben wir hier viele mit Daddy-Issues. Ich liebe es zu gönnen. Bruder. In dieser Folge finden wir es heraus. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5.000... Würde sich jemand von euch von Cody in den Mund spucken lassen? Eins in den Chat. 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir wie immer 100 Euro. Also viel Glück und jetzt geht's in die Folge. 3, 2, 1. Was ist dein erster Gedanke? Keine offenen Schuhe leider, außer eine, so halb stark. Nee, Alter, das ist doch gequetscht, der Fuß. Oder nicht, Leute? An alle Frauen. Oh. Hey. Naja. Ist das gequetscht? Doch schon, aber ich glaube, weil das vielleicht so eine halbe Nummer zu klein sein könnte, deswegen. Warte, ich mach dich mal lauter, du bist ein bisschen zu leise. Besser? Ja. Perfekt. Okay. Also ich finde, das sieht schon sehr, sehr komisch aus. Dann sollte man sowas nicht tragen. Dazu muss ich sagen, oh, ich glaube, lasert sie ihre Beine, sieht nicht danach aus, oder? Nee, aber ich glaube, die benutzt Tan. Wie heißt das? Ja, diese Sprühen, damit die brauner aussehen. Ja, genau. Weil sonst ist das echt verrückt, dass sie da voll dunkel ist und an den Füßen heller. Nee. Jetzt hier, ich muss ehrlich sagen, hier diese Knöchel rechts zu dick. Knöchel dicker als ihre Waden. Das ist zu, ich weiß nicht, ne. Das ist bei mir auch so, ich schwöre. Das ist unpassend, ja, aber dann sollte man nicht solche Schuhe tragen. Ne? Deshalb. Aber gut, dass du ehrlich bist. Dass du zu deinen Defiziten stehst. Welche Schuhe findest du direkt am Anfang am besten? Nummer 2, die sind sehr nice. Ja. Feier ich. Nummer 2, was hast du für eine Schuhgröße? 38,5. Eine normale Größe. Stark. Kann man machen. Stehst du eher so auf Sneaker oder auf Stiefel? Ich finde beides nice. Ich mache da gar keinen Unterschied, sag ich ehrlich. Und nackte Füße findest du auch gut? Auch sehr, sehr cool. Ja. Fußfetisch ein Ding bei euch? Ja, ich würde jetzt nicht Fetisch sagen, aber ist schon wichtig. Ist schon wichtig? Ja, hey, also voll viele Frauen achten ja auf Hände zum Beispiel, weißt du? Ja. Also für mich sagt das aus, ob die Frau einen Wert auf ihre Hygiene und so legt. Hast du ein Mitspracherecht bei seinen Girls? Oh, safe. Ja. Ich helfe. Ich bin nur für den Support hier. Süß. Okay. Hast du eine erste Frage? Mal kurz weg von den Füßen so. Was hört ihr für Musik? Das würde ich gerne wissen. Und dann eure Top 3 Künstler. Das ist mir sehr wichtig, ja. Kommt immer drauf an, wenn ich feiern gehe, dann höre ich eher so Techno-Musik, weil das einfach chilligere Leute sind. Privat zu Hause so Deutschrap. Apache ist ganz oben dabei. Alte Deutschlieder halt. Hast du auch Schlager? Eher, nein. Okay, hau mich. Nein. Sorry. Ja, eher so in die Rap-Hip-Hop-Richtung auf jeden Fall. Okay, Top 3 Künstler. Apache hast du gesagt? Iliver ist auch dabei. Heartbroken, krass. Ja, der dritte fällt mir jetzt irgendwie nicht ein. Ja, ist was. Okay, Kandidatin Nummer 2. Was sind deine Top 3 Künstler? Also ich höre mehr so R&B oder Ami-Rap und meine Top 3 Künstler. Auf jeden Fall Polo G, A Boogie with the Hoodie und 21 Savage. Ist aber nicht so R&B. Hey, ich kenne nur 21 Savage. Die anderen kenne ich. Ich habe gar keine Ahnung von Ami-Rap. Ich bin richtiger Miskin, was das angeht. Heike, wer sind denn deine Top 3 Künstler? Boah, das ist eine gute Frage. Habe ich momentan eigentlich gar nicht. Okay. Nee, ich habe momentan echt keine Top 3. Ich höre eher so querbeet. So. Und warte die ganze Zeit auf neue Fitner, neue Beef-Sachen, so, weißt du? Und du? Ja. Ist unterschiedlich. Also so Deutsch eher wirklich gar nicht. Aber bei mir ist halt auch so Ami-Rap. Also so, ja, Lil Uzi vielleicht. Oder... Weekend, ne? Nee, nicht so. Warum lügst du? Warum lachst du so auffällig, Faye? Nee, weil ich den mal gefeiert habe und dann irgendwann mich so ein bisschen... Kennst du hörst Musik
hörst aber nicht so auf die Texte und irgendwann hörst du auf die Texte und dann ist das echt komisch, was da gerappt, gesungen wird. Und allgemein finde ich den ein bisschen schmierig, deswegen. J. Cole auch, jemand hat das gerade in den Chat geschrieben, stark, stark. Ja, und das war's so. Also halt so dieses Genre. Okay, okay. R&B halt so SZA oder Bryson Tiller. Also. Stark, okay. Kandidatin Nummer 3, wie sieht's bei dir aus mit Musik? Ich liebe so Rihanna und EDM-Musik. Was ist das? Rihanna? Nein, EDM. EDM ist so wie bei White Club Dome. Warte, ist das nicht so auch Techno-mäßig, House, so in die House Richtung? In die Richtung, so entspannt, Sommer-Vibes. Aber mit Stimmen, ne? Ja, genau, ja. Ja, auch. Kandidatin Nummer 4, wie sieht's bei dir aus? Was sind deine Top 3 Künstler? Also einmal auf jeden Fall Reese, dann Luciano, Shirin. Boah, ekelhaft, Shirin. Der wird die rausvoten. Cody mag Shirin gar nicht. Und Faroon. Also ich bin so ein bisschen auf Trap, Hip-Hop, Rap. Aber nur Deutschrap oder hörst du auch Englisch? Ja, beides. Kandidatin Nummer 5. Bei mir sehr ähnlich, also ich bin komplett auch im Deutsch. Die Schuhe gehen nicht bei ihr. Nicht schön aus. Meinst du, die hat so wegen dicke Waden, ne? Weil das so eng sitzt. Ja. Unpassende Stiefel, unvorteilhaft. War ich eher so Newcomer, ich weiß nicht, ob Icon euch was sagt. Ja, safe. Also da auf jeden Fall. Platz 1 ist Hood Black, Bobby Van Damme, aber auch Englisch, Eminem. Ja, okay. So in die Richtung. Kandidatin Nummer 6, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist die Nummer 1 Shindy, die Nummer 2 Monet, Nummer 3 Billa Joe und Nummer 4. Hier Shirin David. Stark. Ah, okay. Auch raus. Nummer 6 überzeugt. Und Kandidatin Nummer 7? Bei mir ist Nummer 1 Playboi Carti, Nummer 2 Nemo, Nummer 3 Jazik und Nummer 4 auch Shirin David. Dein Wingman ist überzeugt. Der feiert halt mehr Playboi Carti. So ja. Basierend auf diesen Antworten, auf diesen Schuhen müsst ihr jetzt, also zusammen wahrscheinlich. Digga, du weißt ja, was ich höre. Ja, eben. Also ich bin sehr R&B-lastig so. Okay. Und Deutschrap auch, so Billa Joe, Reezy, so die Richtung. Mhm. Naja, du musst jetzt eine rauswählen. Also 2 bleibt auf jeden Fall drin. Boah, schwer, Mann. Ey, war das Nummer 1 mit House oder Techno? Und I Live. Ja, Techno halt zum Feiern gehen, so. Privat nicht? Nee, privat halt eher Deutschrap oder halt generell Rap. Bruder, hilf mir. Ja, ich sag ehrlich, 1 oder 5. Nummer 7, was hast du für eine Schuhgröße? Ich hab echt gedacht, dass er die mit Shirin rausvotet. Verräter. Also, ich weiß, meine Füße sehen gerade echt groß aus, aber ich musste die Schuhe 1,5 Nummern größer nehmen, weil es Stiefel sind. Okay, also meine Schuhgröße ist 38. Die bleibt. Ja, die bleibt. Die bleibt. Die bleibt. Muss. Die hat ihre Füße sehr gut geredet gerade auch, weißt du? Deswegen. Boah, ihr habt ein ganz weirdes Aus. Okay, cool. Hey, safe, ich bin bei euch. Ja, was? Wir müssen jetzt einen okay, raus. 38. Ja, ne? Okay. Ja, okay. Dann Kandidatin Nummer 5. Du musst jetzt hervorkommen. Was laberst du? Du hast den mit schwarzen Blut. Hey, 5 ist doch Icon gewesen. Nein, das ist 6. Das ist die mit Air Force. Oh, fuck. Warte, ganz kurz. Wer war das mit... Hey, warte. Wow. Turn back. Okay. Warte, zurück. Also, wer muss raus? Nummer 6. War das... Ey, einfach asynchron. Wir haben es nochmal nachgedreht, weil die rausgekommen ist. Und dann meinte er, nee, doch nicht. Ich will doch nochmal wechseln. Das mit Icon, ne? Nee, ich war Billa Joe. Du Idiot, Alter. Hä? Wer war das denn mit Icon? Das war Nummer 5, ich war doch richtig. Ja. Wow, dann nehme ich alles zurück, was ich vorhin zu Nummer 5 gesagt habe, weil ich meinte Nummer 6. Dann Kandidat Nummer 5 und jetzt davor kommen. Hallo! Nein! Was geht, alles klar? Gott, Alter. Einfach eine Sau, ne? Oh mein Gott, ich hab's gesagt. Einfach so, Miss Piggy, Alter. Junge, Alter. Gerne. Boah, der denkt sich, ja Mann, zum Glück habe ich die zuerst rausgewählt, ja. Ja, 100%. Weil er meinte zu mir privat, der mag keine fetten Säue. Ah, die Tattoos finde ich auch sehr fragwürdig. Ja, die sieht halt so ein bisschen aus wie Kassiererin, ne? Penny. Danke dir. Oder Netto. Das ist zwar out of topic, aber Fehmause, ich muss kurz mit dir schimpfen. Deine Freundin, die du mir zum Kellnern angeschleppt hast, ging gar nicht. Kleid war eng und knapp, alles in Ordnung, doch die goldene Regel hat sie nicht im Ansatz erfüllt. Wo waren ihre Boobs? Hat sie ihre Boobs zu Hause gelassen? Die Blonde ist zwar eine Sau, aber wenigstens hat die Boobs nicht wie Fays Freundin. Fay ist doch, die macht doch diese Trick, damit du sagst, nein, Fay, ich will, dass du bei mir arbeitest. Und dann sagt sie, ja, aber dann musst du halt mehr für meinen Stundenlohn bezahlen. In der Shisha-Bar. Das sind alles Spielchen. Mach das nicht nochmal, Fay. Okay.
Hast du was gegen Kassiererin oder was? Warum geht deine Mutter abkassieren? Oder warum fühlst du dich getriggert, Miss Kino? Ciao. Dann 10 Artikel lass ich deine Mutter abkassieren, ja Kelp. Nächste Runde. Okay. Okay. Welches Outfit sticht euch am ehesten ins Gesicht? Boah, Outfit Nummer 2 geht gar nicht. Ey, bei ihm haben sich echt nur, glaube ich, wie heißt das, beworben. Nummer 1 sieht auch dicky aus. Nummer 2, Alter, was ist das für ein Pulli? Sieht ganz komisch aus. Nummer 3, die Beine. Nummer 3 ist lange Blondine. 100 Pro. Ich weiß nicht, die Leute können sich irgendwie nicht anziehen. Nummer 4 ist halt Berliner Style. Aber ich glaube, flacher Bauch. Nummer 5 ist auch so. Was ist das für eine Hose? Ey, weißt du noch, wo diese Hosen in war? Das war 2010, 2011. Ja, und die letzte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, Alter, die kommen, sehen irgendwie alle dick aus. Das ist, glaube ich, eine Leggings, oder? Nee, das kennst du nicht, diese Hosen, die so aussahen wie Leggings? Die waren früher in. Ach so. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde die Hose von Nummer 4 eigentlich cool. Wirklich. Die breite Hose? Ja. Nee, die Hose ist ja an sich noch okay, aber ich meine wegen dem Bauch frei und diese okay. Boxershorts zeigen. Aber egal. Ja, safe. Nummer 4. Jaggins, danke dir, Jesse. Nummer 4. Finde ich nice, ja. Stehst du auf Bauchnabelpiercing? Ja, ich stehe auf Piercings. Nummer 3, auch krass. Auch sehr sexy. Mhm. Und welches findest du nicht so nice? Nummer 1. Das ist doch ein Classic. Ja, keine Ahnung. Feier ich halt nicht. Sorry, Nummer 1. Weil die dick ist. Ich weiß, wie Cody tickt. Cody hat mir gerade eben auf WhatsApp geschrieben, hör auf zu verraten, dass ich dicke eklig finde. Aua. Wie findest du die Schuhe von Nummer 6? Nice, doch. Auf jeden Fall. Gefällt mir doch. Die sind halt 2 Nummern größer, aber... Ja. Welches findest du am besten? 4 und 5 spricht mich an. Warum 5? Also ist ja einfach nur eine Legend so. Ja, wegen den Tattoos. Nee, macht Sinn. Okay, basierend darauf, ihr müsst jetzt eine Frage stellen. Als Wingman, was sagst du? Was sind eure Fetische? Ja. Ehre. Kandidat Nummer 1, was sind deine Fetische? Also ich habe jetzt keinen bestimmten Fetisch, würde ich sagen. Ich mag es halt einfach lieber, wenn der Mann der sehr dominante Part ist. Und sehr ich, dominant? Ja, so. Auch so mit Mundspucken und so? Wenn du Bock drauf hast, mach das. Okay. Demnach bin ich halt dann eher nicht so ein dominant. Aber nicht so diese Seesterne einfach, ne? Ja, das ist ja langweilig. Kandidatin Nummer 2. Also ich habe nicht wirklich so... Irgendjemand, der sich auch gerne in den Mund spucken lässt, Chat? Wer lässt sich in den Mund... Du kleiner Hund. Nur von Frauen mit Boobs. Hey, Oden, du Kranker. Du hast dieses Boobs manifestiert. Schmackofatz. Ja, ja, ja. Aber stell dir mal vor, die raucht und spuckt dir in den Mund. Widerlich, Mert. Du Dreckiger. Du Aschenbecher. Mert ist so ein Typ Mann, der sich als Aschenbecher benutzen lässt. Fetische, aber ich würde auch sagen, eher das Dominantere und dass er halt weiß, was er macht einfach. Auch so neue Sachen ausprobieren, finde ich gut. Ein bisschen Akzent, weil die rollt das eher so. Ja. Cute. Der Jim macht das auch immer. Macht das auch immer. Ich weiß, das ist echt cute. Kostet das einen Süden? Nee, ohne Seife. Ja. Ahmad, hast du dir eigentlich von deiner Ex ins Gesicht spucken lassen oder in den Mund? Kandidatin Nummer 3. Ich habe wirklich auch gar keinen Fetisch. Ich würde einfach sagen, gegenseitiger Respekt, das ist mir wichtig. Wifey Material. Ja. Ja. Kandidatin 4. Ich schließe mich den Kandidaten 1 und 2 an. Ich mag auch eher dominantere Männer. Und wenn sie eben die Führung übernehmen und wenn es abwechslungsreich ist. Mhm. Kandidatin Nummer 5. Also wenn du gerne neue Sachen ausprobierst, würde ich die auch gerne mit dir ausprobieren. Ich mag es auch, wenn der Mann dominant ist. Aber ich habe auch kein Problem damit, die dominante Seite zu übernehmen. Stark? Boah, das ist crazy. Das ist crazy, ja. Sehr, sehr, sehr. Findest du gut? Ja, außer, Digga, einmal einer hat mir an Haare gezogen und so, voll übertrieben. Ernst. Aber du darfst schon an Haare ziehen. Wenn das okay ist für die, hä? Okay. Also ich feiere es selber nicht, sag dir ehrlich. Okay, fair. Kandidatin Nummer 6. Also ich mag auch eher das Dominante, also sei es von meiner Seite oder seiner Seite aus. Und ich würde halt auch so bei eigentlich fast allem immer dabei sein. Also 4 von denen lassen sich gerne dominieren und 2 von denen machen es beides. Was ist dein Fetisch? Ich habe keinen besonderen Fetisch jetzt so. Ey, ich habe eine krasse Sache. Das finde ich voll geil, Mann, wenn man an meinen Nippeln rumspielt einfach. Meine Freunde lachen mich immer aus deswegen. Oh, es ist okay. Ist okay, bro. Nee, ich mag es auch abwechslungsreich. Manchmal einfach so ausrasten, weißt du? Und manchmal auch so mit Gefühl, mit Liebe, mit Kuscheln so. Weißt du? Oh, süß. Du musst jetzt aber basierend auf diesen Antworten eine rauswählen. Oder Jam.
Hey, welche Antwort hat dir nicht gefallen von den Girls? Ich finde, also eins fand ich fragwürdig. Warum? Und vielleicht klingt das komisch, aber ich weiß nicht, ich finde, Frauen sollten nicht so diesen, egal wo, diesen dominanten Part übernehmen, so, weil ich finde, das wirkt ganz schnell männlich. Vor allem, wenn du dann korpulenter bist, so, und ich glaube gerade, dass... Da sagst du, das Art, schreckt einen Mann ab, wenn so eine Fettsau, einen Mann ab und wenn eine Fettsau eher, dominant sein will. Ja, und ich glaube eher, die dominanten Frauen oder die Frauen, die viel mit sich machen lassen oder die sich das voll gefallen lassen, vielleicht ist es nicht mal ein Fetisch von denen, sind meistens immer die Frauen, die das nur machen, weil die sich denken, so, ja komm, dann mache ich das so, weil dann bekomme ich vielleicht die Aufmerksamkeit oder die Liebe von einer Person. Will ich der Nummer eins aber nicht unterstellen, aber ich sage nur, man hört das oft genug. Okay. Sagst, und die von der Nummer 5 war halt auch so ein bisschen, weil die auch sucht seine Frau nach drei Disziplinen. Beste Weitspucken, dickste Bubs, egal wie fett sie ist. Und da muss dominiert werden. Mert hatte mal eine richtig süße am Start 18, aber weil die sich unwohl gefühlt hat, als Mert sie bat, in seine Klöten zu treten, hat der die in den Wind geschossen. Merts Königsdisziplin ist eine Fette, die sich auf den legt, sodass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ey, Oden, du kannst doch nicht erzählen, dass Mert darauf steht, wenn dicke Frauen sich auf ihn setzen. Du Kranker, erzähl doch nicht immer private Sachen hier. Der arme Mert, Junge, kann sich bald gar nicht mehr zeigen lassen. Ja, du hast Faye. Du hast Faye unterbrochen. Ist nicht schlimm, sie verzeiht dir. Also ich würde sagen, bei Nummer 1, 2, 3, 4, 5 ist es halt genau dasselbe, weil die meint ja auch, dass sie so ja, viel mit sich machen lässt, glaube ich zumindest, wenn ich die jetzt nicht verwechsel. Und ich finde einfach, dass man vielleicht doch ein bisschen den Respekt vor sich bewahren sollte. Und solche Fragen, wenn die gestellt werden, keine Ahnung, so vielleicht nicht so öffentlich darüber reden, keine Ahnung. Ich finde es schon ein bisschen unangenehm, das alles auch gerade zu hören. Okay, Miskina. Ich weiß nicht, ob ich mich dem anschließen kann, Faye, dem, was du gesagt hast. Was sagst du denn? Ja, eine Frau, die sich eigentlich unterdrücken lässt, ist eigentlich schon was Positives, ne? Ist jetzt nicht auf Bettgeschichten bezogen, ne? Aber ich meine so im Allgemeinen, so, doch, oder nicht, Leute, eine Frau, die sich unterdrücken lässt, so, im Alltag. Waren das nicht die Frauen, die Shirin David-Fans sind am Ende und ist nicht die Message von Shirin David, Shirin David-Fan würde ja niemals sich unterdrücken lassen. So, aber so im Alltag, so, das wäre schon schön, ne, wenn du sagst, halt deine Fresse, so, und sie sagt, ehrlich, sorry, so. Ich weiß nicht. Naja, wir gucken weiter. Der muss hier rausfallen, actually. So, Champs Runde. Ich hoffe, du machst das Richtige, Bruder. Also laut Analyse haben wir hier viele mit Daddy-Issues. Das ist eine sehr knifflige Lage, in der wir uns hier befinden. Du weißt ja, wie ich finde, deswegen. Ja, deswegen muss eigentlich... Eigentlich muss es sein. Zikaden, Bruder. Ja, okay. Voll süß, Walla. Ja, auch wahr. Auch wahr. Ne? So ein bisschen so cute, diese... Mit Oversize, ne? Und so. Ja, ja. Denk nicht nach. Mach einfach. Ihr könnt euch auch die Outfits angucken. Ja. Könnt ihr euch einmal drehen, alle? Ah! Aha. Boah, das finde ich so schlimm. Oh mein Gott, mit Loch in den Leggings. Alter, warte, das kann doch nicht sein. Du kannst doch nicht draußen rumlaufen mit Loch in deinen Leggings. Du ekelhafter, Alter. Das geht gar nicht. Das wäre mir so unangenehm. Jo, ihr sollt... Einfach ein Loch. Soll ich einfach nur einmal umdrehen, hä? Hallo, die zeigen also, alle krassen Commitments. Die haben sich einfach direkt gebückt. Ihr solltet einfach nur einen 360 machen, Mädels. Nee, aber die sahen alle von hinten richtig gut aus. Krass. Ja. Hast du so drauf geguckt jetzt? Ja. Ja, eine, okay. Nummer 1, sorry. Wegen dem Outfit. Von dem, was ich gesehen habe, ist nicht meins einfach. Wegen dem, ach, ja. Okay. Hä, Outfit doch auch. Ja. Oh, der meinte eigentlich das Aussehen. Jetzt so versucht auf Outfit zu gehen, so mäßig, kein Bodyshaming. Ja, okay, verstehe ich. Okay, Kandidat Nummer 1, du kannst jetzt hervorkommen. Hi. Oh, du siehst voll schön. Oh, die sagt das jetzt extra, damit die sich nicht so schlecht fühlt, Kandidatin Nummer 1. Miskina. Oh. Und wir wissen alle, warum er sie rausgevotet hat. Ja. Warum, Faye? Weil sie dick ist. Ja, kannst du das auch, kannst du ein Synonym für dick benutzen? Korpulente Maus. Nee, ein anderes Synonym. Mit F. Fettschwein, hast du gesagt? Okay, ah nee, die hat mir die hat mir Fettschwein geschrieben. Und hahaha, mit 3 Smileys. Ey, warum machst du das immer mit mir, Faye? Du schreibst mir immer, was du denkst
aber tust immer so in den Streams auf liebe Maus. Also das FF, bei das dem Wort, was ich meine, heißt Fette, aber das danach ist ein Wort, ich glaube, das darf man nicht sagen. Fettfotze. Ja. Nein, das sagen wir nicht, sowas sagen wir nicht. Genau, die hat Fee mir geschickt zum Arbeiten. Junge, versteht ihr mich jetzt? Dick und keine Boobs. Ich hatte nur Beschwerden an dem Abend, richtig Minus gemacht. Fee, bitte nicht mehr sowas. Danke, Mausi. Oh, du riechst gut. Was hier? Voll schöne Haare, voll schön gebräunt. Ja, voll schöne Haare, ja, Mann. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Tschüss. Ciao. Okay. Aber die hat einen großen Popo, wenigstens das. Ja, wenigstens das, immerhin. Würdest du sie daten, Faye? Nein. Ey, soll ich überhaupt erzählen, dass du wie neugierig bist? Nein. Das hat dir nichts zu suchen. Nee. Wollen wir überhaupt mal sagen, wen wir denken, wer überhaupt weiterkommt? Haben wir das nicht davor immer gemacht? Ja, warte. Jetzt geht's direkt weiter und ihr müsst noch einen auswählen. Ja. Damit wir den nochmal vor Augen haben. Nagelcheck. Aha. Zeig mal kurz eure Hände, ja. Stark. Wow, Nummer 1. Okay, ich glaube, gewinnen wird die Nummer 3. Was denkt ihr, Chat? Was denkst du, Faye? Ich denke die 2 und ich glaube, 2 und 3 werden im Finale sein. Okay, sag 3. Leute, ihr könnt übrigens eines dieser 2 Sticker heute gewinnen im Stream. Ihr müsst dafür einfach nur abonnieren. Sabi Masabi. Zittert so sehr. Alles gut, Schatz. Und Nummer 1, ist dir kalt? Na, sie ist nervös. Bin ein bisschen aufgeregt. Stark. Bin ein bisschen aufgeregt. Warum ist eine Hand braun oder vielleicht liegt es am Licht? Stark. Was mit dir hier? Nummer. Zeig doch trotzdem. Nein, das sieht voll schön aus. Guck mal, erstmal mit dem. Erstmal mit den Schuhen angeblich 1,5 Nummern größer und jetzt ihr Nagellack. Alter, die würde ich direkt rausvoten, ekelhaft. Weil sie weiß doch, dass sie dorthin kommt für so Dating-mäßig, also für so eine Show. Dann hat man sich auch fertig zu machen und keine dummen Ausreden. Ah, Alter, geht gar nicht. Zeynep, vielen, vielen Dank. Ja, das wollte ich noch loswerden. Du, Faye, wolltest du was sagen? Ja, sehe ich auch so. Ich glaube aber die jetzt gerade, ist das die mit der Leggings mit dem Loch, über die wir reden? Nee, das ist die ganz letzte, so. Sie hätte angeblich Schuhe 1,5 Nummern größer kaufen müssen. Ja, ich glaube auch, dass die so ein bisschen korpulenter vielleicht sein könnte. Ja, die ist das auf jeden Fall ekelhaft, das merke ich direkt. Aber bei der, die davor mit dem Loch in der Leggings, ich glaube, die ist todunsicher wegen ihrer Körperhaltung, die ganze Zeit so hat. Ja, das ist ja auch die mit dem Loch, Miss Kina. Also, jede Frau hat ein Loch, also sorry. Aber ich meine ein Loch in der Hose, Miss Kina. Ja, so. Zum Beispiel Faye, ne? Als wir Burger essen gegangen sind, hat Faye sich komplett aufgemacht, die besten Sachen rausgeholt. Sie hatte halt nur 2 Pickel, Miss Kina, an dem Tag. Ja, aber dafür hatte ich 3 verschiedene Frisuren. Das stimmt. Füßen hat die Ausrede gehabt, ne? Jetzt auf einmal mit den Händen. Schaut ihr Animes? Und wenn ja, was ist euer Lieblingsanime? Gott, du stellst so viele Fragen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Ja, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht mal, was das hier ist, Alter. Nee. Also, ich habe schon Animes geschaut und mein Lieblingsanime ist Attack on Titan. Mhm. Kandidaten 2. Dein Lieblingsanime, Faye? Also ganz ehrlich, ich bin auch bei One Piece, kann ich auf jeden Fall sagen, dass das ganz weit oben ist. Okay. Aktuell Jujutsu Kaisen ist auch ganz oben. Und ich habe mir halt Monster reingezogen. Aber ich habe mir den Anime nicht reingezogen, sondern ich habe den Manga angefangen. Und deswegen hatte ich den ja auch letztens verschickt. Stimmt, jemand schreibt Death Note. Mit dem bin ich zum Beispiel reingekommen, so richtig in diese Anime-Geschichte. Das ich sind auch, so die, genau so. Die extrem krass sind. Und bei dir? Ich vergiss immer etwas. Aber welchen fand ich nochmal krass? Hunter? Ja. War sehr, sehr krass. Ja, Death Note, aber Death Note ist so für jeden krass, deshalb zählt das nicht. Attack on Titan auch gut, obwohl ich nicht gerade aktuell bin. Auch sehr stark, aber gehört nicht zu meinen Top 3. Okay. Mhm. Jojo habe ich nicht geguckt, One Piece leider auch nicht, ich überlege gerade. Berserk auch gut. Ich habe überhaupt gar keinen Überblick gerade über die Animes, die ich geguckt habe. Ja, aber du hast ja auch ungefähr, guck mal, Mert, stark. Oh, Mert kommt direkt mit den Listen. Ja, da kommt der richtige Fan raus bei Mert. One Piece 1, Dragon Ball. Findest du Dragon Ball? Ich finde, dadurch, dass man wirklich in diese Anime-Welt reingekommen ist, fällt Dragon Ball sehr weit nach hinten. Obwohl es halt krass war, so kindheitsmäßig. Ja, Nostalgie, ne? Bleach fand ich zu viele Lückenfüller. Habe ich auch lange nicht mehr weitergeguckt. Violent Saga war eigentlich auch krass, aber ich muss sagen, die zweite Staffel
Demon Slayer haben wir voll vergessen. Ja, Demon Slayer auch krass, stimmt. Ja. Aber hat gebraucht. Nee, nicht Demon Slayer, hat's gedauert bei Violent Saga, zweite Staffel. Fand ich so, ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, muss ich ehrlich sagen. Sagen, Animes schaue ich nicht so oft, aber ich liebte früher Avatar, Herr der Elemente. Das ist kein Anime, oh mein Gott. An sich ist ein Anime. Nein. Ich habe früher viel Anime geschaut, jetzt schaue ich es eher nicht so, aber ich war ja trotzdem noch Detektiv Conan und One Piece und so. Was heißt früher? Also so mit 16 aufwärts, 18 so. Wie alt bist du denn? 24. Kandidatin 4, welchen Anime schaust du? Ich habe mal bei Naruto reingeschaut und ich habe Dota 2 geschaut. Kandidatin Nummer... Ah, Müll. Naruto, aber reingeschaut heißt jetzt nicht geguckt. Fünf? Ich habe einmal Naruto angefangen, aber ich habe es nie zu Ende geguckt. Das ist schon mau. Ich sag ehrlich, ich bin zwischen... Ich muss raus mit dir. Hä, raus? Jetzt gerade. Eigentlich ist es sehr obvious. Ja. Ist schon sehr, sehr obvious, Digga. Ja. Nummer 5. Was glaubst du, wie Nummer 5 aussieht? Von 1 bis 10, Skala, Faye. Schmuddelig. Was das heißt? Eine 3 von 10? 4. Also eigentlich ist das bestimmt eine, die über die 5-Skala kommen könnte. Aber ich glaube, die macht nicht so viel aus sich. Deswegen gebe ich eine stabile 4,5. Ich habe sie noch nicht gesehen. Aber du gibst eine 4,5. Safi, du bist nett. Ja. Du bist es. Dann Kandidatin Nummer 5. Du kannst jetzt hervorkommen. Hallo. Hi. Geht. Aber eine hübsche, eine süße, ehrlich. Ach ja. Ja, schade, dass du deine Nägel gemacht hast, Mann. Egal, Insta. Nein, die ist süß. Oh. Die hat eine süße Nase, doch, die hat eine süße Nase. Ja, die Nase ist gerade. Auf die Nase habe ich auch gerade geschaut, aber so ihre Lippen so komisch übermalt und nee. Die stinkt auf jeden Fall. Du weißt, was ich damit meine, wenn ich das sage. Ja. Deshalb lachst du auch so dreckig. Dreckige. Hammer, echt. Ihr Doppelkinn ist süß. Nee. Aber die guckt den an, die hat einen heftigen Crush auf ihn. Cody unterstrich 98 und Snapchat Cody 105. Ciao. Jetzt geht's in die nächste Runde. Welches Outfit findet ihr auf Anhieb am nicesten? Das habt ihr Gina Leitschek einfach hier hingeholt, Bruder. Eins? Ja, ich finde eins. Jetzt sieht aber das Outfit besser aus. Die jetzt Nummer 1 ist, weil vorhin ganz am Anfang sah das Katastrophe aus, dass man nur die Hälfte vom Pulli gesehen hat. So oversize-mäßig, auch der Schnitt vom Oberteil eigentlich gut. Nummer 2, Alter. Nummer 2 geht Party machen danach. Da, was ist das für eine Handtasche, Alter? Lulatsch. Ja. Kommt die rüber, ich weiß nicht. Nummer 3, ne, also wenn ich jetzt auswählen würde, würde ich sagen Nummer 1. Weil mir gefällt der Schnitt vom Oberteil, also so vom gesamten Outfit her, mit den Schuhen und so, sieht es eigentlich ganz gut aus, ja. Und du? Also, ich finde eins jetzt so, wo man auch die Haare sieht und so, ich glaube, der Pulli ist ein bisschen anders, wie du gesagt hast, reingesteckt worden, finde ich, dass sie süß rüberkommt. Weißt du, ich glaube, das steht ihr, dieser lässige Style. Aber ich glaube jetzt, die letzte wird rausgewählt. Ich sag Nummer 1 gewinnt, ich ändere wieder. Echt? Ja. Weiß ich nicht. Ich bin noch bei Nummer 2. Ich glaube, die gewinnt. 2 kann fast drüber gucken, Alter. Das ist voll hot. Aber sie hat auch hohe Schuhe an. Ja, auch. Ja. Okay. Ja, sie ist groß. Groß, ja. Ah. Ich auch sagen. Safe. Du musst jetzt eine Frage stellen. Ja. Also, mir ist Humor sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen versuch mich einfach zum Lachen zu bringen, okay? Also, ich kenne viele Witze, aber ich glaube, das sollten wir privat und nicht im Internet. Weil die sind schon echt gottlos. Sind die so schlimm? Also, ich kenne auch deine Videos und ich finde schon, wir haben denselben Humor. Erzähl du mal. Also du sagst, wir haben denselben Humor. Ja, safe. So feierst du die Videos auch. Ja. Das ist eine übelst schwere Aufgabe. Versuch du es doch mal. Erzähl du mal einen Witz und bring die zum Lachen. Hart, Mann. Das war schon, die hat mir einfach diese Uno-Reverse gegeben, Bruder. Hä? Das ist schon krass. Ey, ich habe doch extra gesagt, bei mir ist immer sehr spontan. Meine Videos sind auch spontan, weißt du? So. Das können jetzt auch alle sagen. Okay. Ich habe die Story. Einfach, keine Ahnung, ich gefragt, Nummer 2. Doch, Nummer 2, wir machen es weiter. Guck mal, eine Story hat nichts mit Humor zu tun. Ja, aber was sollen die jetzt sagen? Sollen die jetzt einen Witz sagen? Ja, einen Witz, den sie nice findet, wo die denkt, dass ich den auch lustig finde. Ja, dann kannst du ja auch spontan einen Witz sagen. Kommt der kleine Stift zum großen Stift und dann sagt der große Stift zum kleinen Stift, wachs mal Stift, weißt du, wegen... Das ist gut. Ja. Dann kann die Daphne Nummer 2 erzählen, einen kurzen Witz, oder... Eine Story. Genau, meine lustige Story war eigentlich nur, ich bin beim Abiball von der Bühne gefallen. Ja.
Das ist gut. Ja, aber Bruder, das hat ja, nichts mit dem Humor zu tun. Ja, geistig Behinderter. Der Jam. Ey, aber was ist das denn? Erzähl mal einen Witz, Alter. Wer kann dir denn einen Witz erzählen, wenn du sagst, erzähl mal einen Witz? Kandidatin 3. Das ist schon cool. Bisschen Gänsehaut, aber sie hat durchgezogen. Cringe. Ja. Also. Kandidatin 4. Auf die Schnelle würde mir jetzt auch kein Witz einfallen, aber das Video mit der Raum mit der Glatze, das fand ich sehr witzig, was du in deiner Story hattest. Okay, stark. Also ich fand das Video mit diesem... Du findest mich behindert, Will. Naja, basierend darauf habt ihr aber super verschiedene Antworten und ihr könnt eine rauswählen. Nummer 2, das hat mich nicht überzeugt. Du musst da noch was bringen eigentlich, ne? Ah, Junge! Hä, das fand ich eine 10 von 10. War gut, hey, ich schwöre, war gut. Wingman, was sagen Sie dazu? Kurze Besprechung. Also, kurze Teambesprechung. Eins findest du halt ultra süß. Ja, safe. 2 ist groß. 3 ist sehr groß. Wie groß genau? Als 78. Finde ich nice. Das ist krass. 3 hat ein Huhn nachgemacht, das war crazy. Und 4, ja. Und ich weiß gar nicht mehr, was 4 gemacht hat. Schöne grüne Hose an. 4 hat das gesagt mit dem Video mit dem Haargummi. Ja, das war auch krass. Ja, stimmt. Ja. Boah, das ist hart gerade, sage ich dir ehrlich. Zum Glück bin ich nicht in deinen Schuhen gerade. Viel Glück. Bester Wingman auf jeden Fall. GG's. Hör auf dein Herz. Nummer 4. Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt auch vorkommen. Merkt ihr, er wählt immer Frauen raus, die etwas dicker sind. Der Kranke. Ja. Hallo. Oh, krasse Haare. Danke. Crazy. Hallo. Es geht. Cody, freut mich. Alter, wie viel Gesichtsbräune hat die benutzt? Ja. Der Jam war... Junge. Nein. Das nennt man Blackfacing. Was sie da macht. Geht gar nicht. Nein, die hat sich selber hässlich gemacht. Einmal diese. Die hat schöne Augen, die hat sich selber ruiniert. Die Haare gehen gar nicht. Ja. Vor allem Raster. Das ist voll rassistisch, sowas zu machen als Weißer. Nee. Also da muss wirklich Manuelsen einmal aufstehen. Ich war sehr überzeugt. Ja, ich verstehe nicht, wie man so einen Fehler machen kann. Danke, dass du da warst. Gerne. Tschüss. Ciao. Alter, wer mit einer kaputten Leggings kommt, Alter, geht sowieso gar nicht. Okay, Halbfinale. Wir brauchen noch eine Frage, damit wir im Finale so, sind. Hey, es geht direkt weiter. Es geht direkt weiter. Sagt mir, warum ihr die Richtige für mich seid. Oh, süß. Heikel, ich habe nur eine Frage. Wenn Halim dort mitmacht und seine Oma fürs Leben sucht, wen würde er dort mitnehmen von allen seinen Freunden? Dich inbegriffen und er weiß, die Folge hat 300.000 Klicks, würde er dir das gönnen? Oder Sami verzeihen und ihn mitnehmen? Er wird Sammy mitnehmen. Sammy oder Walid? Eins von beiden. Wagova, lass ich mal mit hier, ich mach so ein bisschen diese Feuer aus Gebüsch. Ich komm aus diese Gebüsch, ich komm selber aus diese Leinwand raus. Doch, Ding. Walid würde er mitnehmen. Kandidatin 1, warum bist du die Richtige für Cody? Also ich bin die Richtige für dich, weil wir auf jeden Fall gut viben könnten. Ich liebe dich. Ich dich auch. Ich glaube, dass du Jam gerade gesagt hast. Denselben Musikgeschmack haben teilweise und auch denselben Humor. Und ich glaube, wir könnten viel Spaß miteinander haben. Aber die ist schon krass, ja. Also merke ich. Ja. Also die zeigt es auch viel zu sehr. Ja. Du gehst die, zum Beispiel gut damit um bei mir. Dass du so die eine meinte eben. Oh, Entschuldigung. Nee, alles gut. Fällt mir. Mach weiter so. Nee, erzähl, was wolltest du sagen? Die eine meinte eben, ja, ey, dieses Video von dir mit Glatzkopf, was du in deiner Story hattest und so, und da hat der gelacht, meinte, haha, ja, krass. Dann haben wir denselben Humor. Da meinte die erste, ja, oder dieses Video, wo du sagst, behindert ficken, Weißt ja, du, die wollte einen drauflegen. Ich weiß mehr. Ja. Nein, die wollte auch einen drauflegen, so dieses direkt so auf diese Ficken gehen und so. Interessante Frage an dich, Faye. Auf wen hast du einen Crush? Sportler, Musiker, Schauspieler? Interessante Frage. Ja, jetzt musst du aber auch ehrlich antworten. Ich weiß nicht. Ich weiß es. Ich weiß, auf wen Faye einen Crush hat. Nein, Spaß. Ich habe auf keinen einen Crush. Willst du nicht verraten? Na. Hey, will das für sich behalten, auf wen sie einen Crush hat. Ich fand die Antwort stark, war ein bisschen lustig so, aber ich hätte mir so eine ehrlichere Antwort erwartet, also vorgestellt, weißt du? Mhm. So ein bisschen auch süß. Mein Glas kann ich auch selber aufmachen. Okay. Ein bisschen Ego gekratzt. Kandidatin Nummer 3, du kannst jetzt vorkommen. Ja. Hallo. Ach du.
Kacke. Hast du Angst vor stabile Frauen? Nein. Wow, nein. Hi. Hi. Schon echt eine Süße. Ist hübsch, aber... Haarfarbe geht gar nicht. Piercing geht nicht. Ja, wunderschön. Unterlippe. Dankeschön. Das ist voll das schöne Lächeln, Alter. Das ist meine. Also die bei mir mit. Nein. Nee, das sie sieht aber irgendwie ein bisschen alt im Gesicht aus, oder? Dann bilde ich mir das ein. Kommt die nicht irgendwie alt rüber im Gesicht? Nein. Ich meine, halt nicht mehr deine. Ja, okay. Nee, offen. Ja, dann ist das dieses Piercing. Aber die Haarfarbe geht gar nicht. Das sieht so schmantig aus. Aber sonst so ist es ganz okay, ja. Sorry. Fehler passieren, Alter. Ja. Eben. Ja, danke, dass du da warst. Kannst ja, schön war's. Dankeschön. Ciao, mach's gut. Ich weiß. Schalte. Ach so, diese Fleck im Gesicht. Diesen Fleck da, den sie sich ins Gesicht gemalt hat. Blush oder wie das heißt. Gar nicht. Hättest du was, wenn man TikTok-Clips von dir machen würde? TikTok-Clips kannst du gerne machen, ist gar kein Problem. Scheiß Entscheidung. Aber die anderen beiden sind auch cute. Finale. Spannend. Hast du eine finale Frage? Das ist eine finale Frage. Mhm. Nein. Stellt ihr eine. Krass. Uno Reval. Krass. Das hat Zavex auch gemacht. Wer das ist super. Boah, du sagst eins, ich sag zwei, ne? Ich sag eins. 100%. Ja. Okay. Bleibst du bei zwei? Bleib bei zwei. Okay, sollen wir um was wetten? Ansage, bitte, komm. Wenn ich verliere, 5 Subs. Okay. Wenn ich verliere, kriegst du den Sticker hier. Bitte nicht. Willst du den Sticker nicht haben? Ich will das T-Shirt, was du Adnan geschenkt hast. Willst du das wirklich haben? Ich nehme denn das dann weg. Boah, wo du jetzt diese T-Shirts sagst, ich würde diese Wette niemals eingehen, aber ich muss kurz mit den T-Shirts flexen, dann kannst du Auge machen. Ich habe noch 2 krasse T-Shirts. Warte. So, du musst dann 5 Subs, Heikel-Ansage, Video an Manu Esel. So, einmal T-Shirt Nummer 1. Warte, ich muss den natürlich groß machen, Mistake. Geil, oder? Das ist von Chainsaw Man. Ja. Stark. Und das zweite T-Shirt wird Odin sehr, sehr, sehr gefallen. Also ich feier T-Shirt das erste mehr, wegen Chainsaw Man. Gib mir das, niemals mehr. Aber das zweite T-Shirt wird, glaube ich, mehr Leute ansprechen. Oh, woher hast du die? Woher hast du die gekauft? Die habe ich in Russland geholt. Und obwohl ich schon beißelnd. Macht kein Auge. Die werden sowieso. Ich habe die noch kein einziges Mal getragen. Ach cool, aber das mit 10 nackte Boobs ist am besten. Meinst du das, was Adnan trägt? Kaufe dir das ab. Welches davon? Ey, Bruder, warte. Sag mir erst einen Preis und dann sage ich dir, ob das überhaupt diesen Preis deckt. Chainsaw Man ist Größe XL, aber die sitzen halt geil. Die sitzen anders. Die sind vom Schnitt sehr, sehr gut. 20 Euro? Ey, bitte, bann mal bitte Yasin Millionär. Bitte bann den. Ja. Sieht das T-Shirt wie ein 20-Euro-T-Shirt aus? Hammer, echt einfach. Der will mir... Ey, der sieht, das ist auch noch eine Marke. Kranke Marke. Nee, jetzt ehrlich, ist doch so eine Designermarke aus Russland und er sagt zu mir 20 Euro. Kranke Menschen, wirklich. 20 Euro Bershka. Egal, Safi, wir gucken weiter. Ich wollte nur kurz mit diesen T-Shirts flexen. Ja. Der Gem mag ihn voll. Okay. Ich liebe ihn auch, er ist cool. Dann, Kandidat Nummer 1, hast du eine Frage an Cody? Okay, du meintest ja, du stehst auf Füße, hast du jetzt öfters erwähnt. Bist du dann auch so einer, der Füße leckt oder eher nicht? Starke Frage. Ja. Kandidat Nummer 2? Obviously. Einfach aus Neugier, was ist dein Buddy-Count? Beziehungsweise wie hoch ist dein Buddy-Account? Was heißt Buddy-Count? Buddy-Account. Füße lecken, Leute, was sagt ihr dazu? Eure Meinung. Hat das jemand schon mal von euch gemacht oder findet das jemand von euch eklig oder schön? Mert will mit Nutella mal Füße lecken. Und wer gewinnt? Wie vielen Leuten oder Partnerinnen du was hattest? Das weiß der ganz genau. Achso. Ja, also Real Talk, keine Ahnung, ich schwöre. Ich habe keine Liste oder so, also nicht mehr weitergeführt. Ja, die war auch lang. Mal sehen, darauf müsst ihr jetzt aber eine rauswählen. Ja, stell mir noch eine Frage. Nein, also sei nicht so faul. Nee, dann musst du eine Frage noch stellen. Okay. Eine noch. Ja. Nee, ich weiß es. Ich brauche gar keine Frage mehr stellen. Ich weiß es. Sein Herz lenkt ihn. Mein Herz, ich höre einfach. Du kannst auch mal hingehen und so gucken, ob sein Herz so richtig dahin pulsiert. Oder? Kann ich einmal deine Hand halten, Nummer 1? Sie sieht so aus, als hätte sie voll kalte Hände. Oh mein Gott, wie süß. Ja, das fühlt sich schon richtig an. Was hast du für eine Schuhgröße, Alter? Ernst?
Guck mal, ihre Hand, Bro. Mhm. Einfach so groß wie meine Hand fast, ne? Also Nummer 1 hat sich voll schön angefühlt und die hat so ein bisschen gekribbelt auch, weißt du? Deswegen. Also schon eher Nummer 1. Du, vor Anfang an fandest du sie auch am coolsten. Ja, übertrieben. Ich werde gewinnen! Oh mein Gott! Ja! Nein! Und ihr Outfit und so. Ja. Stimmt. Okay, dann Kandidat Nummer 2, die könnte jetzt vorkommen. Ich würde. Oh, hä? Nein, ihr verdammten Hunde, Alter. Das ist wirklich die aus TikTok. Ey, dieses Video wird niemals online kommen. Alle VODs werden gelöscht. Ihr habt mich einfach sagen lassen, die Füße sind schön, ihr Hunde, Alter. Die Füße, ihr Bastarde. Ihr gottverdammten Hunde. Würde ApoRed? Ja, safe, ApoRed würde. Und ich sag noch, der Fuß ist voll komisch, Bauernhof. Und die so, nein, nein, der ist nur so. Und ich so, ja, okay. Komm, Alter, bist du mal nicht so asozial. Ey, Hammer, echt, habt ihr mich auf Transenfüße geiern lassen? Sogar den French bewertet. Aber egal, Ding fand die auch schön. Cody. Und der ganze Chat sowieso. Ich war der Einzige, der noch so am Zweifeln war. Der Fuß, ich weiß nicht. Nein, nein, und Faye auch. Nee, und so. Soll Gott euch alle bestrafen? Ja. Udi hat die sogar angefasst. Hi! Was geht? Boah, du siehst so bombe Dankeschön. Aus. Ja, ich versuche mir mich zu konzentrieren, dir in die Augen zu gucken. Ja, ja, zu aufgeregt. Ja. Ja, sorry, Alter. Ja, oh, du siehst richtig. Ich würde dir noch mal gerne gönnen wollen. Bah, die hat Penis-Titten. Okay. Ich liebe es zu gönnen. Gut, Michael, hast du schon das TikTok-Video gesehen, wo ApoRed in Istanbul mit dieser Blonden rumacht? Ja, ich hab das Video von ApoRed gesehen. Ey, Odin, du musst jetzt ein TTS raushauen. Sie ist ein Mann, hat aber Boobs. Bruder! Ja, dein Freund kann auch schauen. Kein Ton, ja. Könnte auch ein Doppelteam machen. Ich hab Angst. Trau dich. Trau dich. Das ist krass. Das ist ernst krass. Das ist krass. Hey, Wifi Material. Aber ich bin eh nicht so der Titten-Typ, Digga. Ja, hey, aber ihre Boobs sind so schön. Dankeschön. Danke, dass du da warst. Hat mich voll gefreut. Tschüss. Ey, ihr habt das Wort Boobs so krank manifestiert, Alter, dass das jetzt sogar in einer Folge auftaucht, dass erwähnt wird, die darüber reden und eine noch ihre Boobs zeigt. Ciao. Ihre Boobs waren. Aber das ist nicht die Frau fürs Leben. Ja. Weil sie mir direkt ihre Titten gezeigt hat, Digga. Und das würde Nummer 1 niemals machen. Mhm. Wifi-Material. Okay, bist du bereit für deine Traumfrau? Ja, ich bin voll aufgeregt. Ja? Also. Ja. Willst du dich hier hinstellen? Ja. Wir beobachten. Ich bin so aufgeregt. Sie werden so schnell erwachsen. 3. Ich bin auch aufgeregt. Was denkst du, wie sie aussieht, Faye? Süß. Ich denke, die sieht süß aus. Ja, schauen wir mal, ob es ein Mausi ist. 2, 1. Hi. Oh mein Gott. An der Menschwurkrise. Endlich. Hey, passt. Doch eine süße Ernst. Also war die richtige Entscheidung auf jeden Fall. Oh Mann, ihr seid so süß. Wow, ja. Ich hab Hotel hier in Köln. Ja. Die hat keinen Übergang. Oh, das Rouge ist ein bisschen zu viel für ihren Hauttyp. Das sowieso. Aber sie hat auch keinen Halsübergang. Naja. Jetzt lass mich mal nochmal zurückdenken. Wird alles teilgenommen? Nee. Also dicke, drei Dicke haben mitgemacht, oder? Die mit dem Piercing vom Gesicht her war, glaube ich, am besten. Ja, genau die. Wow. Nein, also für meine Mutter halt vorzustellen, deswegen werde ich meins voll ernst. Papa auch. Standard-Blondine, kleine Süße. Geht ihr jetzt auf euer erstes Date? Ja. Wir gehen jetzt, oder? Ja. Wir lassen euch alleine und wir gehen jetzt weg. Tschüss. Tschüss. Ach, Mann. Was für dich, meine Frau, Mann. Machen wir auch noch. Aber wie süß sind die denn bitte? Ja, haben wir gut gemacht. Das ist ein guter Wingman. Jo, ja. Got you, man. Tschüss, viel Spaß. Ciao. Nee. Ich auch nicht. Also mit Cody war schon witzig. So. Weil das war ein Kandidat, über den hat man sich nicht so abgefuckt wie die anderen. Ja, das stimmt. Hätte ein bisschen mehr Humor und sonstiges erwartet. Aber, ja.